In dieser Asse Punk Show geht es um Strafzölle, es geht um den Zeitpunkt, wenn Menschen nicht mehr arbeiten müssen und es geht um Marktineffizienz. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Jonas fragt: Hallo Gerald, der US-Präsident Trump ist ja überall ein Thema, besonders mit seinen neuen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Was sind deine Gedanken zu diesen Entwicklungen? Wie bewertest du Trumps Vorgehen? Wie wird die EU bzw. die neue Bundesregierung vermutlich auf die Zölle reagieren? Wie sollte sie deiner Meinung nach handeln? Viele Grüße und vielen Dank, Jonas. Hallo Jonas, gute Frage. Der Herr Trump hat ja auf Stahl und Aluminium entsprechende Zölle gegeben, sogenannte Strafzölle. Aber er hat ja gleichzeitig schon wieder begonnen, das Ganze aufzuweichen, indem er gesagt hat, okay, wenn sie ja mit uns irgendwelche Deals macht und so weiter, dann zahlt sie keine Strafzölle. Ich glaube, mit Kanada und Mexiko hat er mal gesagt, wenn sie mit NAFTA mit uns gut verhandelt, mit Australien hat er eine Ausnahme gemacht und auch anderen Staaten angedeutet, dass er eine Ausnahme macht. Aus amerikanischer Sicht hat das, ist das eine zwielichtige Sache. Es ist natürlich so, dass er sich sicherlich bei einigen Staaten durch diese Ausnahmeregelung entsprechende, sagen wir mal, Vorteile holen kann, weil man möchte dann die anderen Staaten, um eben keine Strafzölle zu bekommen, wenn wir es mal Amerika entgegenkommen, bei verschiedenen Dingen, vor allem kleinere, schwächere Staaten, die von Amerika abhängig sind. Die größere Frage ist natürlich, wie reagiert die EU und wie reagiert insbesondere China darauf? Ich glaube nicht, dass sich das China lange gefallen lässt. Auch die EU wird in irgendeiner Weise reagieren. Es hat niemand derzeit, glaube ich, Interesse an einem Handelskrieg, also wo die Welt plötzlich wieder überall Zollschranken und Handelsbeschränkungen hat. Der erste Schritt ist daher, dass man zuerst zur World Trade Organization geht und eine Beschwerde einreicht. Wenn die Europäische Union Recht bekommt, dann müsste sich theoretisch Amerika daran halten oder bekommt sogar Strafen. Aber die Frage ist halt immer, ist Amerika bereit, sich dem Diktat der World Trade Organization zu beugen oder macht der Herr Trump einfach, was er will? Politisch ist aber so, der Herr Trump hat in seinem Wahlkampf seinen Fans gesagt, das wird gemacht. Und in irgendeiner Weise zieht er diese Versprechen durch, koste es, was es wolle. Die moderateren Leute aus seinem Kabinett werden zusehends zum Rücktritt gezwungen oder gehen freiwillig. Es ist sicherlich jetzt schon ein ziemliches Hardcore-Kabinett, das halt, nehmen wir es mal, seinen Wünschen entspricht und die ihm blind loyal sind. Und das kann auch teilweise gefährlich sein. In manchen Fällen kann es durchaus sein, wie in Nordkorea, dass er wohl sogar die Situation am Ende unter Kontrolle bringt, was seine Vorgänger nicht geschafft haben. Mit Russland wird man sehen, was dort passiert. Aber die Strafzölle sind auf keinen Fall volkswirtschaftlich eine gute Idee, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, es ist viel zu früh vorherzusagen, was passiert. Ich glaube, gefährlich wird es vor allem dann, wenn der Trump Zölle auf deutsche Autos und Ähnliches erhebt, weil das würde Deutschland massiv treffen. Und ich bin mir sicher, dass dann auch Deutschland mehr antworten wird, als nur eine Beschwerde bei der World Trade Organization einzureichen. Oder dass auch beispielsweise China, wo jetzt der chinesische Präsident de facto zum Langzeitdiktator ernannt wurde, also er hat kein Termlimit mehr, also kann x-beliebig antreten zur Wahl, bis er stirbt de facto. Wenn China sagt, das will ich nicht mehr und wir revanchieren uns gegenüber den USA und bauen für amerikanische Produkte auch Handelsschranken auf. Also eines von dieser beiden Dinge könnte das Ganze auch zum Eskalieren bringen. Alexander fragt: Hallo Gerald. Denkst du, dass es in der Zukunft bald als positiv gelten könnte, wenn Menschen ihre Jobs durch Digitalisierung, Automatisierung verlieren? Wenn wir auf eine Zukunft zusteuern, in der nur noch Maschinen für uns arbeiten, muss hier doch einmal ein Umdenken im System stattfinden. Aber wie könnte das funktionieren? Liebe Grüße, Alex. Alex, eine gute Frage. Nummer eins glaube ich, dass der Zeitpunkt, wo der Mensch nicht mehr arbeiten muss, weil die Maschinen die gesamte Arbeit machen, noch Jahrzehnte von entfernt ist. Also ich glaube, in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten gibt es mal mehrere Herausforderungen. Nummer eins, in den nächsten Jahren werden in der Old Economy, also klassische Jobs, immer mehr automatisiert. Also beispielsweise der Lokführer, der Taxifahrer, der Kreditsachbearbeiter, der praktische Arzt, der Versicherungsmakler, der Immobilienmakler werden automatisiert. Aber auf der anderen Seite gibt es eine sehr, sehr große Nachfrage nach Menschen mit digitalen Fähigkeiten. Das heißt, wenn jemand Machine Learning kann, programmieren, Online-Marketing, Data Science, IT-Security und all diese Fähigkeiten, da herrscht eine wahnsinnig große Nachfrage und hier gibt es sehr, sehr viel Jobangebote.
Und die Herausforderung in unserer Gesellschaft besteht jetzt im ersten Schritt mal darin, dass man die Menschen von den Skills der Old Economy umschult, dass sie die Fähigkeiten der New Economy gebraucht werden, sich anlernen. Weil sonst werden sie tatsächlich arbeitslos. Auf der einen Seite gibt es zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot, auf der anderen Seite gibt es viel zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage. In den nächsten 10 bis 20 Jahren, glaube ich, gibt es auch zwei Entwicklungen, die noch sehr viel Manpower erfordern werden. Einerseits die gesamte Old Economy, und zwar jedes Geschäftsmodell, jedes Unternehmen, jede Institution, in die digitale Welt zu führen. Das bedarf wahnsinnig viel Manpower, wahnsinnig viel Brainpower und ist viel Arbeit. Also egal, ob das Steuerberater sind, Rechtsanwälte sind, das Gesundheitssystem, Banken, die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft, all das muss noch in großen Teilen digitalisiert werden. Und das zweite Thema, was essentiell ist, ist sogenannte, dass die Maschine vom Menschen lernt. Das heißt, dass der Mensch dabei ist, die Maschine eben die Fähigkeiten zu lernen, Dinge selbst zu machen. Siehe beispielsweise selbstfahrendes Auto. Heute lernt der Tesla oder andere selbstfahrende Autos vom Menschen, der das Auto noch teilweise fährt. Und dann kann er es immer besser und kann es irgendwann selbst. Oder ein Roboterpfleger oder Roboterkellner, den es heute schon in Singapur beispielsweise gibt, muss auch vom menschlichen Pfleger oder Kellner noch lernen, wie er seine Tätigkeiten ausführt, wird er aber darin immer besser. Sogenanntes laufendes Machine Learning. In weiterer Zukunft, wobei ich das eher in 25 bis 30 Jahren sehe, kann es tatsächlich so sein, dass Computer oder eben Roboter und andere vergleichbare Wesen wesentliche Teile der Arbeit den Menschen abnehmen. Und dann natürlich die Frage, wie nutzen die Menschen diese Zeit? Und ich glaube, hier bedarf es vor allem sehr viel Ausbildung und eines komplett anderen Bildungssystems, um die Menschen auf eine Zeit vorzubereiten, wo sie vielleicht mehr Freizeit haben und nicht mehr der Disziplin der Arbeit nachgehen müssen. Weil das Problem besteht eines, wenn die Menschen keine Routine mehr haben und keine Aufgabe und keine disziplinierende Wirkung, mag das zwar auf den ersten Blick absolute Freiheit, ein absolutes Paradies klingen, aber die Gefahr besteht sehr groß, dass dann viele Leute geistig verfetten, verblöden, ihr Gehirn abschalten und das am Ende sehr viel Unglück für die Gesellschaft bringt. Das heißt, es wird nur funktionieren ohne Probleme, wenn man die Menschen rechtzeitig auf diese Phase vorbereitet, aber wie ich glaube, wird das erst in 20, 25 Jahren der Fall sein. Hallo Gerald, wenn alle anfangen würden, sinnvoll zu investieren, würde es doch diejenigen, wie zum Beispiel dich, besonders hart treffen. Denn es wäre immer schwerer, Geld zu verdienen. Denn umso mehr Leute aus dem Hamsterrad aussteigen, desto schwieriger wird es, außerhalb des Hamsterrades Geld zu verdienen und gut zu investieren. Ich will dich da nicht angreifen, denn ich bin mir sicher, du würdest dann noch besser investieren. Nur, wieso machst du dir selber so viel Konkurrenz? Grundsätzlich hast du mit deiner Analyse recht, weil am Ende, wenn du beispielsweise eine Marktineffizienz kennst und du bist der Einzige, der sie kennst, kannst du damit relativ lange Geschäft machen. Irgendwann, wenn sie bekannter wird und sie mehr Leute wissen, wird sich das irgendwann ausgleichen und am Ende diese Marktineffizienz, wo man ein sehr gutes Geschäft machen kann, nicht mehr existieren. Das ist an allen Märkten so, egal ob das an Börsemärkten ist, an Immobilienmärkten, an Märkten für Kunst und Ähnliches. Irgendwann spricht sich herum der sogenannte Geheimtipp und dann ist es am Ende kein Geschäft mehr, wenn es jeder macht. Allerdings ergeben sich dann auch natürlich immer wieder neue Ineffizienzen, neue Geheimtipps und so weiter. Ich habe eine andere Philosophie. Ich bin mir dann so sicher, dass es nicht alle Menschen machen werden. Wenn es alle Menschen meine Tipps befolgen würden, hätten wir tatsächlich ein volkswirtschaftliches Problem, weil niemand mehr ein neues Auto kauft. Dann wird sich der Preis für Gebrauchtwagen und Neuwagen annähern, weil die Autohersteller keine Autos mehr verkaufen. Und wenn niemand mehr ein Eigenheim kauft, musst du am Ende, und alle, die vermieten, müssen de facto auch alle Eigenheime, beispielsweise im großen institutionellen Anleger oder Privatanleger gehören, die das Ganze dann vermieten. Das heißt, ich glaube schon, es wird ein Teil der Menschen anwenden und die werden auch wirtschaftlich erfolgreicher sein, weil es ja wirtschaftlich Sinn macht, das, was ich erkläre. Also ein neues Auto zu kaufen, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Aber wenn alle Menschen das machen würden, würde sich tatsächlich unser Wirtschaftssystem drastisch verändern. Aber mein Zugang ist ein anderer. Bei uns in Europa ist es oft der Fall, dass man den jemanden, der erfolgreich ist, der versucht es möglichst zu verstecken. Und wenn es die anderen Leute merken, sagen, der ist best. Wieso hat der so viel verdient? Kann man es ihm wegnehmen? Sind also de facto Neid. In anderen Ländern, insbesondere in den USA, ist ein bisschen ein anderer Zugang oder im UK. Cool, how did the guy do it? Please teach me how to do it as well. Zumindest ein kleiner Teil der Bevölkerung, der große Teil macht es eh nicht. Und ich vertrete den Zugang, wenn man selbst erfolgreich ist, sollte man auch anderen Menschen etwas weitergeben. Und was ich weitergeben kann, ist, wie man Geld verdient, wie man Firmen aufbaut, wie man Geld investiert, wie man Kohle verdient. Also genau diese Sachen. Und es freut mich sehr, dass meine Arbeit
vielen Menschen dabei hilft, rascher finanziell unabhängig zu sein, nicht im Hamsterrad ihrer Konsumschulden zu laufen, nicht ein Mühlstein eines Eigenheims mit hunderten tausend Euro Schulden um ihren Hals zu haben, in der digitalen Welt Fuß zu fassen und vieles mehr. Und ich sage mal so, wenn man etwas Positives bewirkt oder bewirken will, dann kommt immer wieder auch was Positives zurück. Nicht überall, nicht von jedem Menschen, aber tendenziell, wenn du Positives bewirkst, bekommst du positives Feedback. Wenn du Scheiße willst und stiehlst und bedrückst, kommt irgendwann die Scheiße zurück. Wenn dir diese Ask the Punk Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du die Infos auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.